Ich würde heute gerne mal genau diesen Punkt rauspicken, die Frage dieser ökologischen Wende. Sie sagen, und da werden Sie auch sehr deutlich und sehr klar, wir als Deutschland, als Wirtschaftsstandort Deutschland, sind verantwortlich für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und Sie sagen, gleichzeitig sind wir mit einer fast schon destruktiven Kraft und Art und Weise dabei, das Herzstück, das Kernstück unserer Wirtschaft, die deutsche Autoindustrie, wirklich richtiggehend zu zerstören. Und ich gehe jetzt noch mal weiter. Sie werfen im Grunde oder stellen etwas in den Raum, von dem ich sagen würde, das ist eine Art stille Absprache, was auch immer, zwischen Ökologie, zwischen grünen Parteien in ganz Europa und der EU-Kommission in Brüssel. Das heißt, Sie sagen, im Grunde ist das ein Angriff, eine Attacke auf das Herzstück unserer Wirtschaft. Wie ist das gemeint? Es ist nur eine Schande, dass das Pariser Abkommen eben nur für ein Sechstel der Unterzeichnerstaaten dort verbindliche Werte vorsieht, wie man reduziert. Die anderen haben im Wesentlichen erklärt, alles bleibt so, wie es ist. Versuchen Sie mal so die wichtigsten drei. Der erste, der ganz weit am Anfang ist, weil dieses Pariser Klimaabkommen liegt mir wirklich am Herzen. Und sorry, aber bei allem Respekt, es stimmt einfach nicht. Alle Staaten dieser Welt haben dieses Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Die Industriestaaten haben sich dazu verpflichtet, als erste klimaneutral zu werden, weil unser Wohlstand auf 200 Jahren CO2-Emissionen aufgebaut ist, nämlich bis 2050 klimaneutral zu werden. Und das ist auch die Leitplanke der 30 EU. 30 von 200 Ländern haben ein Mengenziel akzeptiert für sich, die anderen. Es gibt ja keine verbindlichen Verpflichtungen. Sie haben den Vertrag es gibt keinen Kontrollmechanismus über das, was sie tun, keine Strafen oder Sanktionen, sondern nur Wischiwaschi. Ich meine, dass ich alle Länder der Erde dazu kriege, sowas zu unterschreiben, wenn für zwei Drittel der Länder da überhaupt keine bindende Verpflichtung ähnliche oder äußern sich gar nicht. Und das ist das eine. Aber Sie sprechen das Problem. Von grünen Sperenzchen. Was meinen Sie damit? Ja, damit meine ich, dass man eine rationale Umweltpolitik macht und nicht eine ideologisch, moralisch getriebene Umweltpolitik. Ja? God damn right. Die Amerikaner sind aus dem Abkommen ausgestiegen. Das ist wirksam geworden im Herbst, im November letzten Jahres. Mhm. Damit ist einmal der größte Player schon nicht mehr dabei. Und das ist das Problem. Und wenn die anderen nicht mitmachen und wir unilateral jetzt vorgehen, haben wir ein Problem. Dann machen wir unsere Industrie vielleicht kaputt. Ja. Das kann sich jeder ausrechnen, dass das so gar nicht geht. Das geht nur, wenn man Elektroautos in die Flotte reinnimmt. Genau. Die werden mit null angerechnet. Aber jeder weiß, ein Elektroauto hat auch CO2-Emissionen, denn überall in Europa wird der Strom auch mit Kohle gemacht. Überall. Ja, das heißt, es fließt überall auch hier CO2 in die Luft, während man das Elektroauto braucht. Und im Übrigen, die Batterien werden in China gemacht. Und China hat ja 80% fossile Energiequellen in seinem Strom. Immer noch. Ja? Und damit kommt also sehr viel Schmutz in die Luft, wenn man auch diese Autos benutzt. Das ist ein Rechenexempel, was hier besser ist. Die einen sagen, die Elektroautos sind besser als die Dieselautos. Die anderen kommen zum anderen Ergebnis. Eine große Studie für den ADAC zeigt zum Beispiel, dass der Vergleich zwischen dem E-Golf und dem Diesel-Golf bedeutet, dass der Diesel-Golf CO2 günstiger ist, bis zu 219 Kilometer, 1000 Kilometer Laufleistung. Und erst da spielt das Elektroauto den Vorteil aus, weil es mit diesem schweren CO2-Rucksack kommt. Ja, man kann nicht sagen, dass die EU hier recht hat mit ihrer Formel, dass Elektroautos mit null CO2-Ausstoß angesetzt werden. Das stimmt einfach nicht. Und das ist eine Mogelei. Die liegt also fast schon in der Nähe dieser Abschaltvorrichtungen. Das finde ich nicht in Ordnung, was die EU hier macht. Sie sagen, der EU-Grenzwert ist an der Grenze zur Software-Schummelei. Ja, das ist nicht in Ordnung. Man hat nicht das Bedürfnis, jetzt speziell Maßnahmen zu ergreifen, um den Exportweltmeister hier weiterhin durchstarten zu lassen wie in der Vergangenheit, sondern man sucht jetzt irgendeinen Weg, auch besser mit der eigenen Industrie voranzukommen. Und das sind doch letztlich keine wahrhaftig ökologischen Motive, sondern es sind doch auch andere Motive, die bei einigen Playern in Europa, nicht bei den Grünen, eine Rolle spielen. Nicht? Ich finde, wir sollten uns auch mal fragen, was bringt es denn wirklich für den CO2-Ausstoß? Das kann doch nicht sinnvoll sein. Verstehen Sie, es geht mir um eine rationale Umweltpolitik. Die muss ja auch funktionieren. Bei der Corona-Krise haben wir Medikamente, wir testen Impfstoffe. Man kann nicht irgendeinen Impfstoff einfach mal so spritzen. Man muss doch früher erst mal prüfen,
ob er verträglich ist. Ja. Und dann muss man prüfen, ob er wirkt. Und erst wenn das alles nachgewiesen ist, darf man das machen. Und wir machen aber in Deutschland und Europa bei den Autos, bei den Dieselautos, jetzt eine Politik, die einfach mal so drauf losprescht, ohne dass wir die Wirksamkeitsfrage überhaupt sauber analysiert haben. Zum Schluss eine Sache würde ich gerne fragen, weil was Herrn Sinn bewegt, und das habe ich auch bei Lektüre seines Buches verstanden, es geht ja auch um die Frage, was machen wir zum Beispiel mit diesen ganzen vielen zigtausenden Arbeitsplätzen, die ja nicht nur unmittelbar in der Autoindustrie betroffen sind. Wenn wir wirklich sehr stark umsteigen auf E-Mobilität, es geht ja auch um alle angrenzenden peripheren Bereiche. Also eine Million Jobs. Eine Million Jobs. Es geht um metallverarbeitendes Gewerbe, es geht um die Chemie und so weiter und so weiter. Wie fangen wir all das auf? Anders gefragt, ich meine mit Blick in die USA, da sind ja genau auch solche Dinge passiert. Riesige Stahlwerke, die abmontiert wurden und irgendwann nach Indien und China verschifft wurden. Ich habe da gestanden, auf diesen brachliegenden Flächen. Und dann sprichst du mit so einem Stahlarbeiter, der dir sagt, du pass auf, die haben uns immer erzählt, ihr seid die besten Stahlkocher der Welt. Und jetzt können die Inder und Chinesen das besser. Seitdem habe ich keinen Job mehr. Und das ist einer der Gründe, warum Donald Trump da sitzt, wo er gerade sitzt. Das heißt, wie groß ist Ihre Sorge, dass in Deutschland so etwas Ähnliches passiert? Weil E-Mobilität bedeutet weniger Jobs, ganz eindeutig, weniger Wartung, weniger Geld und so weiter und so weiter. Das heißt, wie fangen wir all das auf? Was ist die Idee? Indem wir vorausschauende Politik machen. Und jetzt muss man gerade bei der Stahlindustrie alles dafür zu sorgen, dass wir zukünftig noch Stahl in Deutschland, in Europa produzieren. Und das wird nur funktionieren, wenn es grüner Stahl ist. Serious? Deswegen müssen wir umsteigen, die Stahlwerke klimaneutral zu bekommen. Das müssen Sie nicht im Einzelnen steuern, das können Sie über den Preis machen. Das ist zum Beispiel Wasserstoff. Und ehrlich gesagt, mit den Stahl-CEOs, mit denen ich gesprochen habe, doch, die sagen, das müssen wir steuern. Die sagen, wir brauchen klare Stahlquoten, damit wir dem Dumping in China ein Ende machen können, dass das nicht im europäischen Markt startet. Die sagen ganz klar, sie brauchen finanzielle Zuschüsse über den Green Deal, damit wir unsere Stahlwerke hier in Deutschland umbauen. Ja, und Sie sind dafür. Und ja, ich bin das dafür. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will den Industriestandort Deutschland und den Stahlstandort Deutschland retten. Ja, dafür bin ich. Und damit wir das in den anderen Industriebereichen nicht reparieren müssen, müssen wir da vorausschauend agieren. Und deswegen jetzt Sie zum Beispiel, bitte können Sie doch bitte mich mal ausreden lassen. Aber das ist so schrecklich.